Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Es ist endlich raus und wir können jetzt spielen, wann immer wir wollen. Ich habe gerade Schluck auf, deswegen wundert euch nicht, wenn zwischendurch mal ein Hickser kommt. Ich versuche es zu unterdrücken, so wie es geht. Und ich muss sagen, die Welt ist gerade ziemlich leer. Bis auf uns natürlich. Also. Okay, da war es gerade. Da war es gerade, der Schluck auf. Aber ich konnte, ich musste spielen. Ich habe gesehen, ey, es ist ja schon released. Ich spiele mal ein bisschen. Dann habe ich mir einen Energy rausgeholt, einen Schluck getrunken. Der war natürlich eiskalt. Ja, und schon hat man einen Schluck auf. Ja. Meine Mütze sieht gerade ein bisschen kacke aus. Ich benutze die Webcam gerade als Spiegel. Na gut. Muss ich mit leben. So, wir waren hier zuletzt stehen geblieben. Hier ist natürlich alles wieder wie gehabt. Auch Justins Notiz ist hier. Nun, es ist also endlich passiert. Die Regierung und die Nachrichten haben nicht gelogen. Ein großer Krieg, Bomben, Raketen und all das Zeug und ein Haufen panischer Leute. Okay. Ja. Wieso immer, wenn ich rede? Kann das nicht kommen, wenn ich nicht rede? So wie jetzt zum Beispiel. So, okay. Du explodierst gerne, ne? Und wir haben auf jeden Fall da unten einen gehört. Okay, ich würde sagen, ich warte ab, bis der Schluck auf weg ist. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen störend. Huch. Und die Map ist eh leer, weil viele gerade wahrscheinlich erst anfangen, wie ihr seht. Ach, guck mal, das sind schon ein paar. Ach, nee. Die Map war gerade leer, jetzt sind die nicht leer. Aber ich muss warten, bis der Schlucker weg ist. Das geht gar nicht. Bis gleich. So, ich glaube, der ist jetzt weg. Ich glaube, jetzt kann ich zocken. Ah, oh Mann, wenn es gleich wieder losgeht, dann muss ich wieder pausieren. So, das war der Schreck, dass es endlich losgeht. Ja, schade, ich habe gehofft, dass wir jetzt schon ein paar Leute jagen können, aber guck mal, Alter, was Psycho? Ach so. Stufe 7. Was macht denn der da hinten? Da, das sind die kranken Leute. Guckt sie euch an. Die kranken Leute. Eine fette Gruppe. Ich gehe da hin und töte sie alle. Aber ich glaube, das würde nichts bringen. Die erscheinen ja sowieso wieder. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten, ich glaube, dahin. Und hier ist gerade ein Event, Kollisionskurs. Wir müssten aber alle eigentlich zuerst nach Hause. Ja, gut, ich bin überladen. Gehen wir zu Fuß. Was soll's? Ja, ich freue mich zurück hier bei Fallout 76 zu sein. Es hat mir echt Spaß gemacht, bei den letzten Folgen, ne? Also von 1 bis, wie viele habe ich schon gemacht? 10? Habe ich alle an einem Tag durchgenommen, weil hat einfach Spaß gemacht und ja, ich freue mich drauf. Ich habe natürlich viele, viele Kommentare bekommen, auch von Achim. Ja, Achim, ich nehme definitiv sehr viel auf, damit ich nicht gespoilert werde. Also, ich weiß, du hast mir gesagt, hey, man kann seine eigenen Sachen, man kann die Sachen von anderen Spielern aus den Basen nicht klauen, weil das sind deine eigenen. Und daraufhin hast du ja gesagt, Zero, ich habe dir doch gesagt, ja. Hast du allerdings, war alles eine Aufnahmesession. Also ihr solltet euch nicht wundern, dass wenn ihr mir irgendwie Tipps gebt, dass ich sie nicht durchziehe. Das liegt daran, dass ich auf jeden Fall vorher ordentlich aufgenommen habe. Wollte ich euch jetzt nur mal erzählen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr mir sagt, hey Zero, bei XY kriegst du voll fett eine gratis Power-Rüstung, geh da doch mal hin. Wenn ich nach 5 Folgen da immer noch nicht hingegangen bin, solltet ihr euch nicht wundern. Also es ist alles wirklich, ich nehme viel auf. Gerade weil es mir Spaß macht, gerade weil ich nicht gespoilert werden möchte. Und dadurch, dass ich so viel aufnehme, könnt ihr mir auch Tipps geben, beziehungsweise andere werden diese Tipps auch lesen können. Und meistens weiß ich das dann schon, aber es ist immer noch gut zu wissen, wenn ihr es da reinschreibt. Gerade später. Je länger ich das Let's Play mache, umso mehr Tipps lese ich mir auch wirklich durch. Es ist halt immer so eine Sache, ob man sich jetzt spoilern lassen will oder nicht. Ach, verdammt, ich komme da nicht hoch.
Wo sind wir jetzt? Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Natürlich nicht. Ach. Wäre schön in die andere Richtung laufen. Toll. Ja, wir müssen auch gucken, wie wir das jetzt machen mit dem Platz, weil ich will nicht jedes Mal nach Hause latschen müssen, gerade wenn wir später ein bisschen weiter weg sind. Oh, guck mal. Sie kommen, sie sehen mich nicht kommen. Boom! Und hab sie voll verfehlt. Was? Du kannst mich treffen, ich dich aber nicht. Das ist nicht der Deal, Freundchen. Das ist nicht der Deal. Ja, ich sollte eigentlich jetzt nicht mehr mitnehmen, aber ich tue es trotzdem noch. Eine negative Sache habe ich tatsächlich mitbekommen bei Fallout. Und zwar hat man wirklich nur irgendwie 400 Einheiten in seiner eigenen Kiste. Was vielleicht, man kann nicht unendlich viel Zeug farmen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke finde, weil ihr kennt mich, ich bin Messi, also ich sammle mehr, als ich verwende, also ja. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich hoffe, da tun sie wirklich was. Ja, wir sollten eigentlich bald mal wieder was trinken. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn es hier ganz, ganz viele Leute gibt, die gesucht werden. Weil dann kann ich sie jagen mit meiner neuen Sniper hier. Und mir wurde gesagt, dass die Items haben ein Waffenlevel, ja, Stufe 5. Na gut, passt ja alles, ne? Also ich bin ja irgendwo um die Stufe 5. Oder so ähnlich. Irgendwo da um den Dreh. Also meine Waffen sind schon angepasst, würde ich sagen, ne? Man muss da immer ein bisschen dran rumwerkeln, was wir auch immer erfolgreich gemacht haben. Aber ich möchte halt wirklich eine Waffe, wo ich andere Spieler mit snipern kann. Das wäre sehr, sehr wertvoll. Am besten One-Shot, weil die braucht wirklich keine gute Feuerrate. Braucht keine gute Feuerrate, sie muss einfach nur richtig zecken. Das wünsche ich mir. Ja, auf jeden Fall, hier gibt es auch viel zu finden. Man kann die Waffen verschieden färben, man kann also Farben finden, was ich ganz geil finde, haben sie gut gemacht. Im Großen und Ganzen gefällt mir Fallout 76 sehr gut. Es gibt eine Sache, die ist leicht störend, und zwar A, dass man alle Spieler auf der Karte sieht. Und B, das dieser PvP-Modus ist nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich wünschte, es gäbe einen Hardcore-PvP-Server, auf dem man joinen kann, sodass man wirklich andere Spieler tötet, um ihre Ressourcen zu bekommen. Was auch richtig geil wäre, wäre ein Riesenserver, wo man wirklich Gruppen bilden kann, wie zum Beispiel, dass du dich mit Freunden zusammenschließt, irgendwie 20 Stück oder so, und sagst, hey, wir machen jetzt einen auf Raider. Achso, schießt ihr auf mich? Und dann lauft ihr da halt durch die Gegend, versucht ihr andere Spieler auszurauben. Ich meine, wenn die sich auf einen PvP-Server wagen, haben sie selber Schuld. Okay, das ist jetzt echt kacke. Ich habe keine Ausdauer und meine Waffe ist irgendwie gerade nicht so der Bringer. Der ist ja gut. Oh Gott, ich kann auch die Steuerung nicht mehr. Jetzt kippt er rum! Oh, dafür nur 20 Erfahrung. Ich glaube, zack. Hier, nimm eine Granate. Oh. Ach, das ist mein Haus. Die überfallen gerade mein Haus. Schweinerei. Wie? Ist der in meinem Haus? Das geht mir. Hast du mein Haus kaputt? Läuft er gerade von der Granate weg? Hast du gerade keinen Schaden bekommen? Fragen über Fragen, was soll denn das? Na gut. Alle Gebäude reparieren. Tatsächlich, die haben einfach meine Basis kaputt gemacht. Oder haben es versucht. Da, Wand. Kann ich andere kaputt... Sie... Die... Das ist fraglich, weißt du? Es ist möglich, Gebäude kaputt zu machen. Allerdings bringt das nichts, wenn du das bei anderen Spielern machst, weil du sie nicht ausrauben kannst. Ey, weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben.
Vielleicht wird es ja mal sowas geben, so ein Hardcore-Server, wo man seinen Charakter drauf joinen kann oder meinetwegen neu anfangen. Würde ich sofort tun. Würde ich sofort tun. Ich wäre sofort dabei auf so einem Hardcore-PvP-Server. Jetzt muss ich erstmal gucken, was haben wir denn hier alles? Schaden 50. Kampfmesser, Impro-Revolver kann weg. Impro-Pistole. Du benutzt die 308er, ne? Und du auch. Das heißt, wir sollten die Impro-Repetierpistole wegmachen, behalten dafür aber das Repetiergewehr. Die Planke kann, glaube ich, weg. Wir haben ja, oder? Planke 36. Ja, behalten wir dann, ne? Okay, Bleirohr, Beil. Und dann. Achso, hier lege ich nur Sachen weg, ne? Mein Gewicht. Puh. Dann müssen wir hier ein bisschen was weglegen. Feuerhut, Suppe, gebackene Blähfliege, gekochtes. Wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen was wegmachen. Krankheiten heilen sollten wir behalten. Weißt du was? Wir behalten nur die Köterkeule. Und die Suppe gibt mir doch bestimmt auch Wasser, ne? Ja, tatsächlich. Maddox, Melone, Mentats, New Riverdale. Das gibt mir TP. Und Wasser füllt das auch auf. Seit neuestem füllt das Wasser auf. Normalerweise wirst du von Nuka-Cola durstig. Weil darin halt, weil das Cola ist und Cola macht nun mal durstig. So, behalten wir die Nuka-Cola behalten wir auch. Psycho behalten wir, Psycho-Buff. Ich möchte auf jeden Fall die Drogen behalten. Einfach nur, falls wir sie brauchen gegen andere Spieler, dass wir sie dann direkt auch einsetzen können. Verdorbenes Fleisch? Das Fleisch kann verderben? Verdorbenes Gemüse. Oh Gott, nein! Haltbarkeit! Warum? Warum Haltbarkeit? Was habt ihr mir angetan damit? Oh, Bauplan. Yeah, viele verschiedene Baupläne. So, haben wir jetzt genug Holz, um weiterzumachen? Wir haben hier eine Rüstungswerkbank und ich möchte jetzt noch ein bisschen was anderes bauen. Und zwar haben wir hier die Herstellung und nein. Wir brauchen nämlich die Waffenbank und dafür brauchen wir Schrauben. Und Achim hat mir geschrieben, Ventilatoren. Okay, Ventilatoren sollen es also sein. Und dann gucken wir mal. Und wir trinken mal direkt was. Aber erstmal Impro-Repetierer. So. Jetzt geht's uns richtig gut. So, wir haben jetzt dabei die Pumpgun und das Repetierergewehr. Okay. Huch. Ja, komisch aus. So klobig, oder? Naja. Gut, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen auf Plünderungstour. Insofern kein Spieler hier ist, den man umbringen darf. Oder? Sollte ich vielleicht einfach mal hier hingehen und alle töten? Nee. Ich glaube, das geht auch noch nicht. Ich glaube, das geht erst mit Level 5. Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Ich werde heute, glaube ich, auch nur ein oder zwei Folgen maximal aufnehmen, weil morgen mache ich halt meinen PC neu. Momentan besteht halt noch die Gefahr, dass ich ein Bluescreen bekomme und jede einzelne Folge, die ich davor noch produziere, ist in Gefahr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bluescreen bekomme, bin ich an diesem Punkt hier angekommen bereits, habe es auch aufgenommen, allerdings wird die Aufnahme verworfen, weil die Datei dann beschädigt ist. Deswegen versuche ich heute erstmal so wenig wie möglich. Deswegen kam auch die letzten Tage kein 60 Parsecs, weil ich da wirklich auf der Hut sein muss. Gerade bei sowas wie 60 Parsecs, wo es ein ganzer Run ist, den ich am Stück dann spielen muss. Ja, ist ein bisschen uncool, wenn das irgendwie plötzlich was ausfällt. Hallo, Station Saturn. Hast du Schrauben für mich? Ach, gucke mal.
Ernsthaft? Hat sich hier jemand aufgesch... Händlerbot? Kron, Karten gegen geplünderte Beute. Tausche geplünderte Beute gegen Kron, Karten. Baseballschläger mit Stacheldraht. Bleiverkleidete Räderrüstung, Kreuzschlüssel. Ja, das Problem ist, ich kann da nicht reingucken, ne? Brauchen Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstechen können? Hier werden Sie vielleicht fündig. Schrauben! 10 Schrauben für 250 Kronkorken. Ich habe gerade mal 223. Junge. Leute aus zweiter Hand. Größtenteils ohne Blutflecken. Vielleicht können wir uns hier auch ein paar richtig coole Sachen kaufen. Ihr Totenkopfhalstuch vielleicht. Aber ich glaube, wir werden den nicht um den Mund tragen. Ach, 3 Kronkorken. Hier, komm, gib her, Mann. Jetzt verfügbar. Waren aus fragwürdigen Quellen. Wieso können wir jetzt für 200 Kronkorken Sachen verkaufen? Boah, er hatte ja noch 0 gehabt. Wert 2. Ja, die 44er. Ja gut, sie ist fast kaputt, ne? Ja, komm, hier. So. Ein Kronkorken. Es ist gefährlich, in Gruppen zu gehen. Es ist gefährlich, überhaupt dort rauszugehen. Also besorgen Sie sich hier Vorräte. Gott, ist der nervig, alter Schwede. Oh, ja gut. Okay, den Ort müssen wir uns einfach merken. Habe ich jetzt die Sachen nicht getauscht? Och. Hände hoch. Deswegen ist die Truhe hier. Ich könnte jetzt das ganze Zeug aus der Truhe verkaufen. Und das Toilettenpapier auch. Deswegen ist die Truhe da. Oh, ich verstehe. Wir sollten hier auf jeden Fall alles plündern, was geht. Und dann verkaufen wir das. 3 Kronkorken. Nice. Weil entweder backt er rum oder er hat zuerst rumgebackt, dass er keine Kronkorken hat. Vielleicht hat er allgemein am Tag 200 Kronkorken oder so. Man kann Munition kaufen. Cool. Das gefällt mir. Ich meine, ich bin viel zu geizig dafür, aber es gefällt mir. Lose Schrauben. Ich weiß nicht, zählt das schon als Schraube? So eine lose Schraube? Medizinische Vorräte. Finde ich cool. Wieso kann man Zigaretten kaufen? Was zur Hölle bringt Zigaretten? Nichts. Okay. Gib mal her den Müll. Nehme ich alles mit. Das wird jetzt verkauft. So wird man reich, Freunde. So wird man reich. Gegrillte Red Kakerlake. Katzennapf. Infusionsbeutel. Überschüssiges Antiseptikum. Überschüssige Säure. Eine Laborstation. Oh, wie cool. Eigentlich würde ich mich hier am liebsten aufbauen, weil dann kann ich jederzeit zum Händler. Aber dann müsste ich schon wieder umsiedeln. Aber ich wette, hier auf der Straße ist das bestimmt ganz chillig. Ja, da zum Beispiel. Hier, genau in dieser Ecke. Wollen wir es tun? Wollen wir mal wieder umziehen? Hier, läuft. Komm, ziehen wir hier hin. Können wir jederzeit zum Händler reisen und unsere Sachen verkaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Bauen. Ich muss auch irgendwie was sehen können, ne? Musst du vielleicht hier weg? Hallo? Kleiner Bug. Wir packen den mal hier in die Ecke. So. Da war es gerade. Da. Und nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Wo ist meine Tür? Auf der anderen Seite, okay. Ich möchte direkt zum Händler.
Ich meine, das Ding ist, da ist natürlich schon eine Truhe, aber es geht darum, dass ich halt jederzeit jetzt einfach mich hierher teleportieren kann und Sachen verkaufen kann. Oder Sachen kaufen, wie Munition oder so. Weil ganz ehrlich, wer hat denn sowas zu Hause, dass er irgendwie zu Hause sich Munition kaufen kann? Außerdem ist hier bestimmt eine Power-Rüstung drin. Nee, hier ist der Dude. Kann ich den hacken? Bitte beachten. Möchte gern lang Finger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Tut mir leid, ich dachte, es wäre gratis. Wir bitten darum, nicht auf andere Kunden. Jetzt hat er schon wieder null Kronkorken. Ihres Einkaufs einzustechen. Okay, wuchtiger Griff. Mods zu haben ist immer gut. Jetzt hat er 200 Kronkorken. Okay. Verdammt, jetzt. Ah. Transfer. Haben Sie einen schweren Tag des Tötens und Plünderns hinter sich? Ist egal jetzt. Komm, scheiß drauf. Der geht mir gerade auf den Sack, tut mir leid. Ey, ich kann ihn nicht weiter tragen. Oh, das ist natürlich der Nachteil an der ganzen Nummer, ne? Dass der Typ hier ohne Ende quatscht. Oh gut, gehen wir mal hier in die Stadt. Irgendwann finde ich einen Ort, wo ich bleibe. Wirklich versprochen. Glühbirne. So, hallo, du gibst mir speziellen Loot, habe ich gehört. Nee, du warst das nicht. Du? Du? Ja, du warst das, okay. Verzieh dich. Habe ich jetzt gerade den hinteren getroffen? Lol. Kann das bitte noch länger dauern? Schon viel besser. Wie viele seid ihr? So, spezieller Loot. Wo war der? 10mm Pistole und 10mm Pistole. Ist der gerade verreckt? Nett, kleiner Hups. Wieso war ich gerade... Wieso lebst du noch? Wieso war ich gerade halb tot? Oh, Gartenzwerge. Ich kann bei mir Gartenzwerge aufstellen. Oh, das wird so cool. Na komm, looten wir erstmal alle, ne? Das ist ganz klar. Was bist du denn? Ah. Ein komisches Pferd. Wieso war ich gerade so halb tot? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich dachte, hier haben wir keinen Schaden gemacht. Sonst wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtiger gewesen. Das ist das Problem bei dieser automatischen Stim-Injektion, weißt du? Huch. Präzision, panzerbrechend. Nein, ich bin jetzt nicht umgezogen, oder? Ich habe einmal die falsche Taste gedrückt. Bitte, Spiel, sag mir, dass ich nicht umgezogen bin. Oh. Gut, wir müssen jetzt sowieso Sachen ablegen. Ich könnte Sachen verkaufen. Aber der hat schon wieder keine Kronkorken. Ich muss erst was kaufen, damit er Kronkorken hat. Was soll denn das? Was sind meine Schritte? Jedes Mal verwirrt mich das. Ach ja. Meine Truhe ist ja jetzt da hinten. Versteckt natürlich. Damit sie keiner findet. Damit keiner sich selber beklaut aus Versehen. So, Transfer. Was haben wir denn da so Schönes bekommen? 10mm Pistolen, okay. Oh, 29 Wert, 27 Wert. Ich könnte sie verkaufen, ich könnte sie allerdings auch auseinandernehmen. Was am Anfang wohl ein bisschen sinnvoller ist. Dass man die Sachen erstmal auseinanderbaut. Wir haben ein Jagdgewehr. Wir haben jetzt ein abgestimmtes Jagdgewehr und das hier ist tatsächlich besser im Gewicht und in der Präzision. Kurz, abgestimmt. Und der hier ist halt Reichweite 216. Ja gut, hier ist die Reichweite natürlich krass reduziert. Okay, die Pumpgun. Kurzläufige 440er, ja, die kennen wir schon. Da. Ab wann? Stufe 10. Aber die können wir definitiv behalten. Hier ist auch ein Zielvisier dran. Ist jetzt nicht so wichtig, ne? Ist nicht so wichtig. Oh, mir ging es gerade eiskalt den Rücken runter. Okay, cool. Dann warte ich darauf.
Nun gucken wir weiter. Wie schnell, konnte ich nicht früher mehr tragen? Mir war so, als könnte ich mal mehr tragen. Ein bisschen was von dem ganzen Zeug hier weg. Totenkopf halt so, muss ich gleich noch anziehen. Oh Mann, dass man sich immer hier aufpassen muss, was man trägt und was nicht. Das ist doch so blöd. Na gut. Wir müssen also schnell Level 10 erreichen. Und Freunde, ich weiß, die Zeit ist um, die Zeit ist um. Und wir haben heute nichts gemacht. Ja, aber trotzdem sehen wir uns dann morgen wieder zu einer vernünftigen neuen Folge, wo wir mal wieder ein bisschen Scheiße bauen und vielleicht andere Spieler jagen. Was mich sehr, sehr freuen würde, wenn mal einer böse ist und ich den jagen könnte. Guck mal. Hängt da schon seit einer Weile rum, ne? Spieler es hier schon gibt. Ist mir auch egal, wenn hier irgendwo ein Spieler rumlungert, der Level 30 ist. Ich komme und schalte ihn aus mit meiner Sniper. So sieht's aus, Freunde. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.